Herzlich willkommen zu Alle Spiele, Alle Tore, live auf Teleclub. Heute mit den Partien Zürich gegen Luzern, Sion gegen Lausanne und IB gegen Thun. 2-mal ein Derby, 3-mal ein Duell gegen einen Angstgegner. Das haben wir an diesem heutigen Super League Sonntag für euch auf dem Programm. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Alle Spiele, Alle Tore vor 22. Runde. Schön, seid ihr da aus dem letzten Grund mit dabei. Und wir werden natürlich auch die Goal analysieren vom heutigen Abend zusammen mit dem Marcel Reif. Hallo Marcel. Hi. Ja, und wir starten natürlich zuerst mal mit dem Überblick von dieser 22. Runde. Gestern am Abend ist ebenfalls schon gespielt worden. Dort hier hat der FC Basel 0-2 gegen St. Gallen verloren und Lugano gewinnt schon wieder gegen GC 1-0. Heute Abend eben die Partie, das Westschweizer Derby Sion gegen Lausanne, das Berner Derby IB gegen FC Thun und der FC Zürich, da hat der Angstgegner FC Luzern zu Gast gehabt. Die letzten 7 Spiele hat man alle verloren und das ist doch genug Brisanz für den heutigen Sonntag gewesen. Und brisant war es eben vor allem auch in Bern gewesen, weil Basel ja gestern verloren hat. Bern hat aber ebenfalls den Angstgegner Thun zu Gast gehabt. 2-mal mit ihrer Saison bis jetzt verloren und die Berner, die sind so richtig, richtig heiß gewesen. Einerseits eben die Revanche schaffen, Gianni Wieler nehme ich an, und andererseits eben auch der Vorsprung auf den FC Basel noch ein bisschen grösser zu machen. Wie ist es ausgegangen am Schluss? Ja, am Schluss haben wir den Strich drunter gezogen, dann ist es eben die Tatsache, dass Berner Young Boys jetzt 8 Punkte Vorsprung haben auf den FC Basel. Und das Spiel gibt einiges Herz zu diskutieren. Das machen wir mit unseren Gästen, zum einen mit dem Sportchef von der Berner Young Boys, mit Christoph Schweicher, und mit dem Captain vom FC Thun, Dennis Hediger. Danke vielmals, dass Sie noch den Weg zu unserem Studio gefunden haben. Jetzt ist es Tatsache, jetzt hat man die 8 Punkte Vorsprung und man hat es vor allem eben auch mal geschafft, den FC Thun. Ich gehe mal davon aus, man hat es vorher auch gesehen, die Mannschaft, die da vor der Kurve gefeiert hat. Die Stimmung bei den Berner Young Boys ist jetzt ein bisschen gelöster als noch vor dem Spiel. Da war eine gewisse Anspannung zu spüren, auch bei Ihnen. Ja, eine Anspannung ist da für jeden Match. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die 3 Punkte holen können. Aber es ist so, es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, nicht mehr und nicht weniger. Also, es ist für uns okay, dass das Basel verloren hat. Selbstverständlich haben wir das mitbekommen. Aber wichtig ist, wir wollen auf uns schauen, wir wollen unseren Weg gehen. Wir haben gesagt, in der Rückrunde wollen wir besser sein als in der Vorrunde. Und da setzen wir alle unsere Energie reinsetzen. Auf der anderen Seite beim FC Thun ein unglaublich schwieriger Start ins 2018 mit dem FCZ, FCB. Und jetzt der Berner Young Boys haben sich ins Fazit zieht nach den ersten 3 Spielen gegen Zürich gewonnen und gegen die beiden Grossen verloren. Ist das das, was man können erwarten vom FC Thun? Ja, also ich würde ja jetzt nicht erwarten, dass wir die Spiele nicht gewinnen. Ich denke, wir haben es gezeigt. Also auch schon gegen IB gewonnen? Ja, wir haben es gezeigt, dass wir es können. Und ich denke, unser Anspruch ist schon, dass wir jeden Match gewinnen. Also ich denke, so viel ehrgeizig sind wir da schon. Und es ist eigentlich egal, wer der Gegner ist. Ich denke, wir haben ja auch viele gute Spiele gemacht. Und ja, es ist natürlich bitter, wo wir ein gleiches Gefühl haben, wie auch gegen Basel. Es wäre ein bisschen mehr drin gelegen heute. Aber es ist dann halt eben die Tatsache, dass die Mannschaft von Christoph Speicher in der Offensive über so viele Qualitäten verfügt, dass es eben heute der Moment war, wo das 50. Goal in dieser Saison von den Berner Young Boys gefallen ist. Wir schauen uns den Führungstreffer an. 23. Minute, der Guillaume Moirot. Und ich glaube, es ist ein bisschen sinnbildlich für ihn im Moment. Der unbändige Wille, das Bestmögliche rauszuholen. Ja, und das ist eine riesige Präsenz im 16er. Oder? Kevin Babu hat den Ball reinschlägt, es sind 5 Spieler drin, der Assale, der nun eigennützig wieder rüberlegt. Und dann der Waro natürlich auch klasse nach dem ersten Abschluss, wenn er noch einen auf den Link nimmt. Das ist nicht einfach zu machen. Jetzt sieht man, wie er die Ruhe hat und dann gleich in die Masche versenkt. Also das ist der Führungstreffer nach 23 Minuten. Da ist das Spiel so in die Bahn gelaufen und das Bild, das haben wir einfach müssen anhängen. Es zeigt ein bisschen auch die Entlastung beim Trainer. Das ist der Druck, den ich angesprochen habe, den wir ihm jetzt eben auch angesehen haben. Ja, das ist aber gerade heute jubelt in jedem Spiel so, wenn man ein Goal schießt. Und das soll ja so sein. Ich meine, wir setzen unglaublich viel Energie und Herzblut da ein. Und dass die Anspannung bei positiven Momenten in einem Goal abfällt, ist ganz normal. 7 Minuten ist es dann gegangen, dann ist schon das 2-0 gekommen. Oder das 0-2 aus Sicht vom FC Thun. Der Roger Assale, zuletzt noch gesperrt gewesen, heute mit seinem 9. Saison-Goal. Und da ist Ihre Mannschaft auch früh unter Druck gesetzt worden im Spielaufbau von der Berner Young Boys, schon der Mittellinie? Ja, das ist natürlich schon eine Stärke von IB, dass sie ihm sehr gut unter Druck setzen. Sie warten ja darauf, dass wir den Ball spielen und dann gehen sie sehr aktiv am Mann. Ich denke, den Ball hier den dürfen wir nicht verlieren, also ich muss dort den Ball besser abdecken. Und dann sind wir immer ein bisschen dran und gleich nicht ganz. Also ja,
Wir laden sie natürlich ein. Es ist eine Qualität für ihn, aber wir dürfen hier den Ball nicht verlieren. Und beim ersten Goal, wie IB extrem präsent ist, haben wir zwei Spieler im eigenen 16er. Also, wir sind ja schon mitschuldig, dass wir die Goal bekommen haben. Aber in der zweiten Halbzeit hat das Spiel ein bisschen anders ausgesehen als in der ersten Halbzeit. Da ist die Mannschaft vom FC Thun besser ins Spiel gekommen. Wir haben eine gute Chance in der 50. Minute. Die lassen wir aus Zeitgründen weg, sondern schauen uns gerade noch die beiden Goal an. Aber es war ein bisschen auffallend, dass der FC Thun ein bisschen mehr gemacht hat. Ein bisschen auch aufgrund, wie Liebe vielleicht einen Meter weiter hinten gestanden ist. Und dann ist eben die Aktion gekommen, wo sie direkt beteiligt waren. Wir schauen uns den Anschlusstreffer an vom FC Thun. 68. Minute. Und man munkelt, wir haben einen neuen Übernahme im Berner Oberland. Das Zlatan Ibrahimovic vom FC Thun. Ja, man munkelt, dass ich da wahrscheinlich ein Abo muss zahlen. Aber es ist natürlich jetzt bitter, dass es schlussendlich nichts bringt. Ich finde, wir sind schon in Partien sehr gut, die ersten 10-15 Minuten und das auch in der zweiten Halbzeit. Es ist sicher nicht unverdient, wie wir zurückkommen. Wir haben schon einiges dafür gemacht, aber ja, unter dem Strich, dann im Gegenzug, gerade wieder das Goal, hat uns auch die Luft abgeschnitten. Genau, und das ist die Qualität, die IB einfach auszeichnet. Mund abwischen, weiter geht's und eben gerade im Gegenzug dann die Entscheidung herbeiführen, 3-1 und wieder ist es der Guy Waro gewesen, sein 5. Goal in 3 Spielen. Dem hat die Winterpause, die Zeit sich zu erholen, so richtig gut, aber man merkt, der ist wieder da, wie er früher war. Ja, sicher, er hat natürlich auch extrem gelitten, oder? Zum einen wegen seiner Verletzung und dann hat er eigentlich, ist er zurückgekommen Anfang Saison. Er hatte eine Verletzung, die eigentlich nicht so schlimm war, aber er hat extrem viel Zeit gebraucht. Und man hat es gegen aussen nicht gemerkt, aber er hat extrem gelitten. Er hat aber jetzt so hart geschafft, dass er wieder dort auf dem Niveau ist, wo er vorher war. Also das ist die Entscheidung durch Guillaume Waro in der 69. Minute, das 3-1. Jetzt stehen ganz entscheidende Wochen für beide Mannschaften an. Für sie geht es jetzt ins Heimspiel gegen den FC Sion und nachher das Cup-Halbfinale gegen den FC Basel. Das könnte für diese Saison schon ein vorentscheidender Match sein, der Halbfinale. Oder wie schauen Sie dem so entgegen? Ja, der Cup-Halbfinale ist ganz einfach. Das wird das entscheidende Spiel sein, ob wir im Finale sind oder nicht. Und sonst für nichts. Also, wir tun wirklich gut dran. Ich glaube schon, das, was Dennis gesagt hat, in der zweiten Halbzeit ist es nicht so, dass sie sagen, wir haben eine gute Halbzeit hingelegt. Und da tun wir sicher den Finger drauflegen. Weil wir müssen Stück für Stück den Schritt in die richtige Richtung gehen. So sind wir jetzt sehr gut gefahren. Und sobald wir zu fest schauen, was am anderen Ort passiert, dann kommt es nicht gut. Und Ihr nächster Ort ist dann Luzern. Die sind ja jetzt auch nicht so schlecht in Form im Moment. Also von wegen guten Gegner kann. Jetzt können wir dich in die Schwäche nachfragen, das können wir gerade an die Akte legen. Ja, ist eigentlich egal. Also, ich denke, wir müssen unsere Leistung anrufen, das über 90 Minuten. Das können wir zu wenig. Ich denke, wir haben in jedem Spiel jetzt von dieser Rückrunde zu viele Phasen gehabt, wo wir nicht an unser Limit gehen oder können gehen. Und wenn wir ans Limit gehen, dann sind wir sehr, sehr gut. Da hat jeder Gegner Mühe und wir schaffen es im Moment nicht über 90 Minuten. Und es gibt eine grosse Challenge in Luzern, aber wir werden alles machen, was wir bereit sind. Ich wünsche mir dabei viel Glück. Danke vielmals, Dennis Hediger. Danke vielmals, Christoph Speicher. Also, die Berner Young Boys, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Da kann man ein Häkli drunter setzen und haben die 3 Punkte heute geholt im Spiel gegen den FC Thun. Nach 2 Niederlagen in Folge gegen FC Thun in dieser Saison bis jetzt hat man also auch die Revanche gemacht, mittlerweile 8 Punkte Vorsprung. Ist ja klar, dass man Weibe dort natürlich noch etwas tief stapelt. Du würdest aber, glaube ich, schon ein bisschen mehr Geld auf den Meistertitel der Berner setzen nach dem heutigen Spiel. Ja, aber mir war das klar. IB wird diese Chance sich nicht nehmen lassen. Also was lernst du aus diesem Spiel? Der Waro ist ein sensationell guter Stürmer. Der Hediger macht ein Jahrhunderttor. Und der Christoph Speicher ist ein wunderbarer Sportchef, der in einer solchen Seelenruhe, der steht für dieses IB. Die sind auch jetzt nicht euphorisch oder könnten sich dann selber in ein Bein stellen. Du hast das Gefühl, das ist sehr, sehr, sehr geerdet und auf einem Weg, schwer zu stoppen. Also, vom Berner Derby machen wir unsere Tour de Suisse weiter in die Westschweiz. Dort hat Sion heute Lausanne zum Westschweizer Derby empfangen. Beide Mannschaften konnten im Jahr 2018 noch nicht einen Punkt holen. Und darum natürlich die Frage an unsere Frau vor Ort, Nathalie Barros. Wer hat heute zum Siegen oder zumindest zum Punkten zurückgefunden? Ja, der FC Sion hat die Partie heute am Nachmittag im Tourbillon mit 3-1 für sich entscheiden. Und mein Gast hat ein Lachen im Gesicht, wie wir es in den letzten Wochen nicht mehr so gesehen haben. Marco Schnäuli, herzlich willkommen. Hallo, merci. Wie geht's noch?
Ja gut, das ist das, was wir angestrebt haben heute. Ja, es ist eigentlich wirklich von Anfang an super aufgegangen. Sage, die ersten 25 Minuten waren perfekt gewesen, wirklich, das haben wir uns vorgenommen. Und nichts zugelassen hinten vor zwei Goal mit ja, schnell Pressing können machen und dann abknacken. Und sind wir vor dem Goal gewesen, und das haben wir perfekt umgesetzt. Ja, wir schauen uns darauf, tackt in die Partie an. Es ist losgegangen wie die Feuerwehr in der dritten Minute. Das 1-0 für FC Sion, da hat man für einmal Glück gehabt. Segen-Goal von Alain Rocha. Ja, eben, ja genau. Es ist, der Pöli hat es gesagt, er hat noch nicht berührt. Ja, schon eine Corner-Variante. Wir haben es so abgemacht, eben, dass ich auf den Ersten gehe. Er kommt dort her, versucht ihn zu verlängern. Und dann, ja, hinten, eben, ist immer schwierig für einen Verteidiger, wenn er gegen das eigene Goal muss laufen. Dann geht er halt mal auf den Fuß oder das Schienbein und dann kann man nichts mehr machen. Das Glück war ja immer ein bisschen Thema beim FC Sion. In den letzten Wochen hat man es vielfach nicht gehabt. Heute mal schon, tut es auch mal gut, eben, wenn man so in eine Partie kann starten kann. Ja, definitiv. Das ist ja, eine Erleichterung und man bekommt Selbstvertrauen. Das Publikum ist sofort da und das hilft extrem viel. Wenn man noch einen Schub bekommt, ja, wird man noch ein bisschen gestossen von hinten vom Publikum und das ist natürlich extrem wichtig gewesen. Ja, und da ist das Geschenk verteilen von Seiten von Lausanne Sport weitergegangen, nämlich in der 16. Minute mit dem 2-0 nach einem Riesenbock, kann man so sagen, von Thomas Castello. Ja, das eben, genau, wirklich, wie gesagt, das haben wir angesprochen gehabt. Der Pöli macht dort super Pressing, er ist hellwach. Der Ball rollt nicht so schnell, wir haben das gewusst auf dem Rasen. Er war relativ hoch heute und ja, es hat uns gerade mega in die Karte gespielt. Er legt sie dann schön über und dann muss ich sie nur noch reinschieben. Ja, und kurz vor der Pause, da sehen wir noch den Jubel. Kurz vor der Pause da hat Lausanne Sport noch den Anschlusstreffer zum 2-1 machen. Das durch Enzo Zidane, der da heute sein erstes Goal für Lausanne Sport gemacht hat. Es ist da nicht gut gelaufen auf Seite des FC Sion. Ja, die Zuteilung hat hinten für einen nicht ganz gepasst. Vorher haben wir es wirklich sehr gut gemacht. Ich glaube, ja, wir sind sogar überzahlt, wenn man schaut. Da sind wir in der Mitte 4 gegen 3. Und dort sind 3 auf dem ersten Pfosten, wo es eigentlich nicht passieren soll. Oder natürlich, wir hätten den Ball, dann ist keine Frage. Aber ja, so steht er halt hinten ganz allein. Ja, und der Enzo Zidane mit seinem ersten Goal für Lausanne Sport, wir haben ihn direkt nach dem Abpfiff im Interview gehabt. Ben ouais, comme vous dites, c'est dommage, on prend un but très vite. Bon, c'est sûr que commencer un match comme ça, c'est difficile. Après, ils ont mis une grosse pression en première mi-temps. On n'arrivait pas trop à mettre notre jeu en place. C'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Et voilà, après, c'est dommage. Ils ont eu deux occasions, pas beaucoup plus. Enfin, trois occasions, ils ont marqué trois buts. Bon. Nous, on a eu plusieurs occasions, on ne les met pas au fond. Je pense qu'on a dominé le match, surtout en deuxième mi-temps, et c'est dommage de partir à la maison comme ça, en perdant 3-1. Ja, es war schwierig, nach dem frühen Treffer für Sion der Dritte die Partie noch zu finden. Der FC Sion hat sehr viel Druck gemacht. Man hatte zwar mehrere Chancen gehabt, die aber eben nicht genützt. Das war sehr schade gewesen. Wer aber die Chancen genützt hat, war der FC Sion in der Nachspielzeit zum 3-1. Der strahlt schon wieder. Wir schauen uns das natürlich auch noch an. Das 3-1 durch Adrian. Ja, das war extrem wichtig. Ja, wir hatten in der ersten Halbzeit schon gute Chancen gehabt, zum dritten Goal zu machen, den wir fast müssen machen. Ja, das ist dann auch zum Glück alles klar gewesen. Vorher haben wir 10-15 Minuten gehabt, wo wir ja, relativ müssen kämpfen, müssen beißen. Alles natürlich hinten gehabt, sie haben alles nach vorne geworfen. Und, ja, zum Glück ist so ein Konter noch positiv abgeschlossen worden, dass wir da endlich gewusst haben, dass wir die 3 Punkte haben. Es ist gleich noch eine Zitterpartie geworden am Schluss. Lausanne hat auch noch gute Chancen gehabt. Wie wichtig ist es jetzt wirklich, auch der Sieg, aber auch der ganze Team-Spirit, dass man es jetzt wirklich mal nach langem geschafft hat? Ja, das ist das Entscheidende. Das bringt dich weiter oder das gibt dir wirklich ein gutes Gefühl, wenn du einfach die 3 Punkte kannst holen. Am Schluss kann man sagen, wir haben wirklich eine super Mannschaftsleistung gemacht. Auf anderen Weg ist es eigentlich egal, wie das du gewinnst. Wir haben natürlich auch das Spiel in Luzern gesehen, wo sie am Schluss auch noch so Druck gemacht haben, wo Luzern auch Glück gehabt hat, dass sie gewonnen haben mit dem Lattenschuss. Und heute haben wir den Kevin im Goal gehabt, wo eigentlich alle 1-gegen-1-Situationen gewonnen hat. Er hat mich gefragt, wie viel hat Thun gemacht. Also, dass sie verloren hat, hat er schon gewusst. Das habe ich mitbekommen, ja. Und jetzt, vorher habe ich es noch gesehen, dass es 3-1 war. Und für euch natürlich, jetzt die 4 Punkte Rückstand, die man hat, sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Ja, schlussendlich spielt es keine Rolle. Wir haben schon vor dem Match gesagt, wir müssen nicht auf die anderen schauen. Wir müssen jetzt mal auf uns schauen, dass wir die Matches gewinnen. Weil sie können noch so viel gewinnen, verlieren. Wenn wir nicht gewinnen, bringt das alles nichts. Und ich glaube, das war entscheidend heute, dass wir das umsetzen konnten, dass wir mehrmals gewonnen haben, ein positives Erlebnis. Und jetzt
geht es weiter. Dass wir, müssen wir weiter noch auf uns schauen. Ich glaube, wenn wir so in Schlagdistanz mit 1, 2, 3 Punkten sind, dann kann man da weiter schauen. Der Paitim Kasam war heute auf der Tribüne. Er hat eine Denkpause bekommen. Braucht es die jetzt vielleicht nicht mal unbedingt? Dass ihr, Ja, ich glaube, das ja, ist die Entscheidung von der sportlichen Leitung, die uns eigentlich nicht... nicht betrifft, da haben wir nichts mitzureden und das werden wir dann sehen, was passiert in nächster Zeit. Marco Schnäuli, merci vielmals und geniessen den Sieg. Ja, merci danke, vielmals, merci. Danke schön. Ja, der FC Sion gewinnt die Partie heute am Nachmittag im Tourbillon mit 3-1. Die Walliser können also so richtig durchschnaufen, weil sie können um 4 Punkte verkürzen, oder besser gesagt, der Abstand zum FC Thun, der beträgt jetzt nämlich nur noch 4 Punkte. Ja, das ist sicher eine Erfolgsmeldung aus dem Wallis. Längt der Sieg, das 3-1 gegen Lausanne schon, dass es ein bisschen Ruhe einkehrt hier? Ruhe in Sion, das wüsste ich aber. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe oder höre. Nein, aber das war ein Endspiel. Wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann gehen die Lichter langsam wirklich aus. Denn dann bist du ja am Ende deiner Möglichkeit. Du kannst ja noch einen neuen Trainer holen. Nein, ich glaube, das war ein Lebenszeichen im letzten Moment. Ja, und für Lausanne bleibt eben die dritte Niederlage in Serie. Und jetzt werden wir uns um das Spiel kümmern, das hier im letzten Grund stattgefunden hat. Der FCZ, der Luzern empfangen hat. Und wir machen das zusammen mit dem Uli Forte, der da schon zu uns kommt. Schön, seid ihr kurz da. 1-1 ja. Am Schluss, was steht, wäre mehr drin gelegen heute? Ja, nicht aufgrund von der ersten Halbzeit. Aufgrund von der ersten Halbzeit wäre gar nicht drin gelegen heute. Dann die zweite Halbzeit war besser, war mehr Drive drin. Und dann haben wir auch nach vorne gespielt. Und darum müssen wir zufrieden sein mit dem 1-1, weil eine Halbzeit allein wissen wir bekannterweise im Fußball lange nicht. Der hat ganz klar gesagt, vor diesem Spiel es ist der Angstgegner, der ist gekommen. Man hat 7-mal verloren gegen Luzern. Da hat das auch ein bisschen mitgespielt in dem Spiel, vielleicht die Angst wieder zu verlieren? Ja, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil das ist Statistik. Das ist gut für die Journalisten und für die Statistiker, die das nachtragen. Aber wir müssen vor allem in der ersten Halbzeit müssen wir viel, viel schneller, einfacher, viel weniger Fehler machen. Wir sind so fehlerhaft gewesen. Wir haben keine 3 Pässe aneinander gebracht. Und so ist es schwierig, dich aus der Umklammerung zu lösen. Wenn wir das geschafft haben, wenn wir nach vorne gekommen sind zu unseren Stürmern und dann die zweite Ball abgeleitet haben, dann sind wir sofort gefährlich geworden, auch in der ersten Halbzeit. Aber sonst ist es viel zu wenig. Ja, und einer von diesen Fehlern hat eben auch zum ersten Gegengoal geführt. Christian Schnäuli ist einmal mehr gewesen, der hier im letzten Grund trifft. Sein vierter Goal in dieser Saison, das dritte, wo er hier im letzten Grund schießt. Das ist eben so ein Fehler vom Palsson vorausgegangen, Marcel. Naja, das ist eine Verkettung von Fehlern. Also Palsson, der Bamadou geht nicht hinterher. Der Juric hat alle Zeit hier. Guck, da ist ja kein Weißer da. Weit und breit. Er hat alle Zeit zum Flanken. Der Warnitz sagt dann auch, komm, dann bringen wir es auch wirklich zu Ende, das Ding. Und legt ihm den vor die Füße. Also den kannst du gar nicht machen. Aber das sind halt so individuelle Dinge. Bis dahin war es ein Trainerspiel, hatte ich so einen Eindruck. Jeder Spiel gegen den Ball war das Wichtigste. Und wenn du zu Hause spielst, das war mir auch zu wenig, eure erste Halbzeit. Ich war ein bisschen überrascht, wie defensiv eigentlich der FCZ in der ersten Halbzeit ist gestanden. Ist das genau so, wie ihr es wollt, oder? Ja, es ist so, dass wir in den letzten paar Spielen jetzt ausgenommen, St. Gallen natürlich, haben wir viel zu viel Goal zugelassen und dann haben wir wieder müssen ein bisschen uns resetten, wie man so schön sagt, und wieder ein bisschen Boden unter den Füßen bekommen und darum haben wir gesagt, wir gehen aus einer guten Defensive gehen wir dann in die Gegenstöße, aber dass wir so passiv sind, ist natürlich nicht gut gewesen. Und Defensive heißt im Zentrum vor allem, fünf Mann im Zentrum, mehr als fünf Mann im Zentrum und die nach außen drücken, genau. Nur dann... Genau. Darfst du ihnen dann nicht plötzlich den Raum geben? Sonst ist die ganze mannschaftstaktische Geschichte im Eimer, wenn es individuell kaputt geht. Ja, aber man hätte das Ganze eben nachher können korrigieren. In der zweiten Halbzeit da ist der Raphael Dwamena. Er hat im letzten Spiel ebenfalls schon getroffen. Dann ein Assist und ein Goal. Heute ist ein Goal, das hier den 1-2-1 sichert. Ihr 60. Minute. Ich glaube, schön. Ja, sehr schöne Aktion. Eben, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit haben wir endlich so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben. Nach vorne, mit Zug, mit Drive, mit Dynamik und da eine schöne Aktion von Marquesano auf der Seite sich durchsetzt und dann den Ball nach hinten spielt und der Dwamena antizipiert den Goalie, sehr schön. Ja. Der Marquesano haben wir vor dem Spiel schon ganz kurz ein bisschen angesprochen, er, der jetzt zum zweiten Mal auch offensiv gebracht hat, ist er schon das offensive Element, das er sich wünscht, wo er ein bisschen Drive reinbringt? Ja, er bringt die technischen Qualitäten dazu, aber man darf nicht vergessen, er ist die ganze Vorrunde ausgefallen wegen einer Verletzung und darum müssen wir aufpassen, wir müssen ihn wirklich ganz, ganz gut beobachten und wir müssen ganz gut mit ihm das absprechen, weil nach so einer langen Verletzung, meistens kommt dann irgendwann mal auch ein Tief,
physisch vor allem. Und da müssen wir jetzt mit ihm gut kommunizieren, dass wir dann das gut können überbrücken können. Also, Luzern hat nachher noch eine ganz dicke Möglichkeit gehabt, das Spiel noch zu entscheiden, 76. Minute. Da war der Francisco Rodriguez gewesen. Und da müssen wir, glaube ich, eben wieder so ein bisschen über die Fehler in der Defensive reden, die hier passieren. Der Telander, der nicht ganz glücklich aussieht, aber natürlich auch der Rodriguez, der wahrscheinlich das Goal muss machen. Ja, der Telander macht das nachher sehr gut, weil er da reagiert und ihm nachgeht und nicht stehen bleibt. Okay, ja. Nachher ist er dran mit der Fußspitze, sonst wäre das wahrscheinlich noch gefährlicher geworden. Oder? Ja. Aber wir haben uns dort rausziehen lassen, mit der ganzen Dreierkette haben wir quasi eine Seite abdeckt und in der Mitte war niemand mehr gewesen. Und das darf nicht passieren, da müssen wir schneller übergeben und der Telander muss mit dem Viktor Paulsen muss er besser kommunizieren, damit wir wirklich die Räume abgesetzt haben. Aber wie kann man die Fehler bei diesen zwei abstellen? Wie ist das möglich? Training und nochmal Training. Das geht nicht anders. Ich meine, man muss schaffen, man muss tagtäglich muss man an diesen Inhalt schaffen. Ich meine, die Abwehr spielt jetzt zweimal so zusammen. Den Alain Neff habe ich dort rausnehmen, wegen einer Verletzung, die er hatte. Darum, ja, das gibt nur eins. Automatismen, büffeln bis zum geht nicht mehr. Also, merci vielmals, Uli Forte, dass ihr da hier bei uns seid, ganz kurz. Und wir wollen uns natürlich noch eine Stimme anhören von Seiten von Luzern. Chris Augsburger hat nachher gefragt. Marvin Schulz, 1:1 hier in Zürich. Es war ein Kampf und Krampf. Trotzdem ist der FCL solid geblieben und hat das zweite Gegengol einfach irgendwie verhindert. Ist das nachher auch die grosse Devise in den letzten 10-15 Minuten? Ja, auf jeden Fall. Wir wollten das 1:1 dann halten. Hier einen Punkt mitzunehmen, sind wir sehr zufrieden mit. Wir hatten natürlich auch ein paar Torchancen, die hätten wir machen können, aber im Endeffekt sind wir zufrieden. Es war eine physisch anspruchsvolle Partie, viele Fouls, viele Zweikämpfe. Es steht zum Physis vom FCL bei Ihnen selber. Wie schätzen Sie Ihre Teamkollegen ein? Es war ein schweres Spiel. Wir wussten, dass Zürich aggressiv drauf geht. Wir mussten dagegen halten. Wir mussten auch in die Zweikämpfe gehen. Und wir wussten, dass es ein hartes Spiel wird. Wir haben aber, ich denke, gut dagegen gehalten. Und trotzdem, wenn man zurückschaut, man hat doch die ein oder andere Grosschance gehabt. Warum schafft es der FCL noch nicht über 90 Minuten eine solide Topleistung abzuliefern? Wenn ich das wüsste, dann würden wir es ja ändern. Wir haben uns gute Torchancen ausgespielt. Fehlt halt das Quäntchen Glück. Und beim nächsten Spiel machen wir die Torchancen dann rein und dann gewinnen wir. Danke vielmals, Marvin Schulz. Ja, jetzt wollen wir uns natürlich noch die Rundenübersicht und die Tabellen anschauen nach dem 22. Spieltag. So ist gespielt worden, Basel, wo schon verliert 0:2 und Lugano, wo gewinnt. Das gestern, heute eben Sion mit dem 3:1 gegen Lausanne, Westschweizer Derby, das Berner Derby 3:1 für IB und der FCZ. Und Luzern trennen sich 1:1 unentschieden. Und der Tabellen hat jetzt folgende Auswirkungen. Dort hier ist vorne alles ein bisschen deutlicher geworden, könnte man sagen. IB mittlerweile 8 Punkte vor dem FC Basel. Hinter da ist dafür alles wieder ein länger geworden. Der FC Thun nur noch 4 Punkte vor dem FC Sion und ja, das grosse Mittelfeld vom FC Zürich bis zum FC Thun, das bleibt eigentlich immer noch. Also immer noch ganz, ganz spannende Ausgangslage in der Mitte, auch wenn wir schon ein bisschen Klarheit haben, wer vorne abzieht. Basler Verhältnisse, nur jetzt mal anders. Na, jetzt ist IB vorne und jetzt, ich bin sehr gespannt, wie der FC Basel aus dieser Situation rauskommt. Also nochmal, gegen Manchester City, da hast du gemerkt, hey, das ist eine andere Sportart, gegen die haben wir null Chancen. Das war natürlich der Saisonhöhepunkt. Dem fieberst du entgegen, spielst gegen die beste Mannschaft der Welt, kriegst richtig Dresche. So, danach musst du wieder an dem kalten Abend gegen St. Gallen, der Spannungsabfall ist normal, sollte einer Top-Mannschaft nicht passieren. Jetzt gucken Sie auf die Tabelle, 8 Punkte Rückstand. Ich bin gespannt, ob Sie die Saison vernünftig zu Ende spielen. Ob Rafael Vicky die Mannschaft wieder ob da Spannung reinkommt und eine Zielsetzung nochmal hinterher zu rennen. Also, das wird schwer. eBay ist in einer super Position. Ja, schon der nächste Spieltag wird zeigen und vielleicht noch ein bisschen klarere Verhältnisse schaffen, denn unter anderem auch das Zürcher Derby, das natürlich ansteht. Und schon morgen Abend, da steht bei uns auf Teleclub ein weiteres Highlight aus der Bundesliga. Es gibt Gegner, gegen die man es liebt zu spielen. Und es gibt Eintracht Frankfurt. Es gibt Teams, die gerne einen Gang zurückschalten. Und es gibt RB Leipzig. Das Duell zweier unbequemer Mannschaften. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Morgen live und exklusiv auf Teleclub Sport.
Und ebenfalls morgen Abend natürlich die Challenge League, der hier Spitzenkampf heisst es dann. Und schon heute Abend haben wir für euch unsere Sendung Heimspiel, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Es geht dort um die jungen, um die hungrigen Schweizer Trainer, wie zum Beispiel Ruli Forte, der ja vorher hier bei uns ist gestanden. Jetzt darf ich mich noch ganz herzlich bedanken, Marcel, dass du da warst. Und merci vielmals euch daheim, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ade miteinander.